Das Ganze ist für uns ein großes Experiment, wo wir einfach auch jetzt uns in unseren Betrachtungen auf Interpretation und wie kann man neue Sehweisen und auch neue Rezeptionsweisen für sich entdecken und vielleicht später in der Auswertung damit arbeiten. Also es ist wirklich ein Experiment, wo teilweise wir eben mit einer Grundsituation spielen, des Happenings, und wo wir auch teilweise gar nicht wissen, was passiert, was funktioniert nicht. Das heißt, es ist wirklich eine große Abenteuerreise, die wir jetzt beginnen mit Ihnen zusammen. Eine Zeitreise durch drei Stücke, die letztlich 2000 Jahre Kulturgeschichte beschreiben. Und wir hoffen, dass da auch in der Art, wie wir es kombiniert haben, einfach vielleicht Erlebnisse und auch Betrachtungen für Sie entstehen, die Ihnen vielleicht den ein oder anderen neuen Blick auf Dinge, auf sich, auf das Leben vermitteln. Und wenn das irgendwie möglich ist, dann würde ich mich sehr freuen. Und hat mit ihr vier Kinder. Polyneikles, Eteokles, Ismene und Antigone. Und jetzt bricht die Pest aus. Das Orakel sagt, vertreibt den Mörder des Leiders! Und Ödipus erfährt, und Tiresias dem Seher, er selber sei der Mörder, und sticht sich die Augen aus. Und Jokaste, seine Frau und Mutter, erhängt sich. Und die Brüder Polyneikes und Eteokles beschließen, vernünftig, jeder regiert immer nur ein Jahr, dann der andere ein Jahr. Und nach dem ersten Jahr will Eteokles weiter herrschen, und er verbannt den Bruder Polyneikes, und er flieht zu den Argeiern, kehrt zurück mit einem Heer, greift Theben an, steht schließlich Eteokles alleine gegenüber, und es tötet einer den anderen. Die arbeiten ja letztlich, ging ja über drei Jahre, ja, also es waren ja schon auch große Zeitsprünge zwischen den einzelnen Produktionen. Natürlich waren immer Grundgedanken von Anfang an da, also was uns interessieren wird in der Auseinandersetzung jetzt mit unseres Triptychons, und natürlich alle Autonomieprozesse, die wir gesucht haben, auch was emanzipatorische Fragen anbelangt, was Selbstbestimmung anbelangt, was so psychologische Innenräume sind. Wir haben das mythologischen Raum genannt, also in der Idee, dass letztlich wir alle in einem Film stecken, als Menschen in einem kulturellen Film, in einem kulturellen Raum, in einem mythologischen Raum, der sich natürlich genetisch generiert in uns und letztlich natürlich in einer solchen Arbeit wie in der Antigone auch sehr viele Universalien verhandelt werden. Universalien, die es eben global überall gibt, in jeder Kultur. Und wenn man an Trauer denkt oder wenn man an das Lachen denkt oder an das Weinen, an so ganz, große Instinkthandlungen, die ganz tief in unserem Menschsein verborgen sind, die sind natürlich die werden auf einer hohen Form eben auch in der Antigone verhandelt. Und wir haben natürlich verschiedene Motive, die sich dann in den anderen Stücken gegenseitig bedingen. Die haben wir besonders hervorgearbeitet. Und das Spannende war, dass die Vergrößerung, also durch die Gegebenheit, dass wir die Antigone als Video haben dann durchlaufen lassen in der Idee von Zeitlichkeit, dass dann die Motive sich gegenseitig konditioniert haben, gegenseitig auch bedingt haben und eine Vergrößerung stattgefunden hat, die aber eine unheimliche Geschlossenheit, das fand ich so spannend, dass eigentlich eine ästhetische Geschlossenheit ersichtlich war, die das mir ermöglicht hat, diese drei Stücke komplex ineinander, natürlich auch wie wir es gebaut haben, als Gesamtwerk zu erleben. Und das war für mich schon frappierend, dass das so aufgegangen ist. Aber was denn tun, du Arme? Ob du mit dieser Hand den Toten trägst? Den willst du begraben, dem die Stadt entsagt hat? Ja, mein Bruder? Und den deinen? Auch wenn du es nicht willst, treulos fängt man mich nicht. Verwilderte. In Kreon ist verbietet. Was ich tun muss, das kann er mir nicht verbieten. Bedenke, Schwester. Ich weiß, wie man die wilden Pferde zähmt. Mit kurzem Zügel. Einer der anderen dienen muss, dem wird gehorsam zur Natur. Die aber findet eine Lust darin, die vorgeschriebenen Gesetze trüb zu machen. Aber das ist noch die zweite Frechheit. Da sie es getan, dass sie sich dessen rühmt und lacht, dass sie es getan. Nun bin ich kein Mann, sie ein Mann, aber wenn ihr diese Kraft zukommt, ungestraft. Also in der Außenkonstruktion war ja, oder die Konzeption war ja eigentlich die, auch in der Wirkung dann, das war ja das Spannende, dass man sozusagen eine konstante Paarbildung hat und dass diese Paarbildung sozusagen wir erleben in drei völlig verschiedenen Lebenssituationen
und irgendwie so den Eindruck bekommen, da ist ein Paar, was durch drei Leben geht. Ja. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Schauspieler auch mit dem Wissen um so eine Wirkung auch gespielt haben. Also so einen wirklichen Bruch habe ich jetzt so in der Erlebniswelt oder in dem, was ich jetzt so wahrnehmen konnte als Betrachter. Also so Brüche, dass ich sage, die Nora ist jetzt eine andere als die Antigone oder eine ganz andere als die Martha. Es waren schon, dass gewisse charakterliche Konstruktionen sich schon durchgezogen haben. Und so, dass eben auch emotionale Reaktionen oder auch Körperhaltungen sich wiederholt haben. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend zu sehen bei der Antigone, ja, dass gewisse Haltungen, wirklich so, die man aus der Tragödie kennt, so ganz statische Haltungen, dass die sich im Prinzip dann im Helmer wieder gespiegelt haben, aber auch im George, und dass wir auch inszenatorische Momente gefunden haben, wo die Tragödie sozusagen einer solchen Paar Bildung sich durch drei Stücke vollzieht und wir ja auch so eine innere Wandlung vollziehen konnten von einem Paar, was durch drei Stücke geht, sprich durch drei Leben, drei Stücke, die letztlich eine Diskrepanz von 2000 Jahren beschreiben, und wir da bis zum gewissen Grad dann auch bei der Virginia irgendwann so eine Situation kam, die Martha als eine Weiterentwicklung von einer Psychologie der Antigone zu begreifen und sozusagen da eine Entwicklungslinie zu sehen, die letztlich natürlich auch eine Zivilisationsgeschichte aufzeigt. Ja. Unseren teuren Schnapp so zu vergeuden. Ich bin nicht sie. Also bleibe ich hier. Obwohl, es würde mir gefallen. Hier geht's manchmal ganz schön rund. Libera me domini de morta aeterna mendia illa tremenda. Quando coeli movendi sunt et terra. Quando coeli movendi sunt et terra. Dies illa, dies ihre calmatitis et miserie. Nein, und diesen einen Menschen habe ich davor versucht zu bewahren. Herauszuhalten aus dieser abscheulichen, erniedrigenden Ehe. Diesen einen Lichtblick in der hoffnungslosen Finsternis, unseren Sohn! Aufhören! Ihre Laison, wieso denn, Kindchen? Gefällt's Ihnen nicht? Das dürfen Sie nicht tun. Martha, ich fürchte, ich habe eine schreckliche Nachricht für dich, für uns beiden natürlich, eine sehr traurige Nachricht. Martha, unser Sohn, ist tot.